aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Wir werden gerichtet oder gerechtfertigt, je nach unseren Worten, hat Jesus gesagt. Und falls wir das nicht glauben und falls wir sagen, naja, wir leben heute in der Gnadenzeit, haben wir hier in der Offenbarung auch nochmal, ganz am Ende der Bibel, ja, absolut Neutestament, Offenbarung. Da heißt es, ja, da geht es um die Dürstenden, die kommen können zur Quelle des Wassers des Lebens und können Wasser umsonst bekommen. Und wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber, Vers 8, die Feigen. Die Feigen sind keine Früchte, das sind Früchtchen, ja? Die Feigen, die U-Boot-Christen, na? Die Feigen? Die U-Boot-Christen? Die sich nicht trauen, Jesus zu bekennen da draußen? Weißt du, was die Bibel darüber sagt? Wenn wir Jesus nicht vor den Menschen bekennen, dann wird er uns nicht bekennen vor seinem Vater im Himmel und vor den heiligen Engeln. Ich möchte sehr gern von Jesus bekannt werden vor dem Vater im Himmel und vor den heiligen Engeln. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Amen. Amen. Deshalb habe ich beschlossen, mich zu outen. Ich habe mich geoutet. Ich poste viele Dinge auf Facebook, die ich eigentlich nicht dürfte. Ich habe mich geoutet. Ich habe klargemacht, auf welcher Seite ich stehe. Hallo? Ich habe mich geoutet, weil ich möchte, dass Jesus mich bekennt. Vor dem Vater im Himmel und vor den heiligen Engeln. Deshalb werde ich hier mit jedem Atemzug bekennen, dass ich zu Jesus gehöre. Amen. Ich hoffe, du hast die Entscheidung auch getroffen. Weißt du, einige versuchen immer noch, naja, so als Christ, ne? Mann, habe ich das gerade erlebt? Oh, wer hat mir das gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, genau. Es war in Österreich ein Marsch für Jesus. Und da sind viele Geschwister nicht hingegangen, weil sie Angst gehabt haben, dass sie dann etwa im Fernsehen gesehen werden könnten, dass sie als Christ bei dem Marsch für Jesus mit dabei sind. Ist das nicht schrecklich? Ich denke, die kennen ihre Bibel nicht. Stell dir mal vor, wenn wir ihn Jesus nicht vor den Menschen bekennen, wird er uns vor dem Vater im Himmel und vor den heiligen Engeln nicht bekennen können. Hallo, oute dich doch lieber. Weißt du, was mir der Herr gesagt hat? Okay, wir gehen, ja. Die Feigen, die Ungläubigen, die mit Gräuel befleckten Mörder und Unzüchtige und mit Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern. Allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Alle Lügner. Im Kapitel 22 ist es sogar noch wilder. Also 22, Vers 15. Also 14. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Glückselig, die ihre Kleider waschen. Also ein bisschen was von an uns putzen haben wir anscheinend doch noch zu tun, ne? Die Kleider, das Äußerliche wenigstens, ne? So unseren, diesen hier, dieses Kleid hier, diesen Körper hier, ne? Wusstet ihr schon, dass Dämonen im Körper oder in der Seele sein können? Auch bei Christen. Ich bin damals fast aus meiner Gemeinde geworfen worden, als ich diese Offenbarung bekommen habe. Und der Herr hat mir gesagt, halt den Mund. So nach dem Motto, du musst hier noch eine Weile bleiben. Halt einfach den Mund, sei einfach brav. Aber heute erleben wir ganz häufig auch Befreiungen, Dämonenaustreibungen an Pastoren, an Aposteln, an großen Leitern, die in irgendeinem Bereich ihres Lebens noch gequält wurden. In irgendeinem Bereich. In ihrem Körper oder in ihrer Seele. Der Geist ist normalerweise versiegelt, okay? Also einen Dämon in deinen Geist, den musst du schon höchstpersönlich einladen. Da musst du dich von Jesus lossagen und da musst du sagen, nein, ich will mit dem Teufel gehen. Ja? Dann kannst du irgendwelche Dämonchen auch in deinen Geist kriegen. Nur wenn du dich von Jesus lossagst. Aber Körper und Seele, das hier besteht ja aus Staub, ne? Die Schlange frisst Staub, ne? Ja? Also da kann er schon... Krankheiten und so weiter, ne? Sind ja auch von dämonischen Mächten hervorgerufen. Also da sind halt leider doch noch Sachen. Draußen sind die Hunde, das bedeutet homosexuell, und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Autsch. Jeder, der die Lüge liebt und tut. Weißt du, warum der Heilige Geist zu Pfingsten, als Feuerzunge kam, er hätte als Feuerwolke, als Feuersäule, als Feuer, was weiß ich, was Herzchen, sonst was kommen können.
Er kam als Feuerzunge. Ja, der kam. Und wohin kam er zuerst? Was hat er zuerst getan? An den Jüngern? Er hat ihnen zuerst eine neue Sprache gegeben. Er hat zuerst mal ihre Zungen angerührt, ihre Zunge unter Kontrolle genommen. Hallo? Jesus ist die Wahrheit. Jeder, der die Lüge liebt und tut, wird kein Anrecht am Himmel haben. Schockierend. Und wir sind es gelehrt und wir sind es geübt und so weiter. Und dann gibt es da auch noch Mächte, die uns da wirklich reinschubsen. Es gibt Lügengeister, es gibt Lügenmächte, die dich immer wieder schubsen und zwingen zu lügen. Und da brauchst du Befreiung. Und es kann auch durchaus ein Fluch sogar von den Vorfahren her sein. Wenn du dir Josua im Kapitel 9, wenn du dir Josua Kapitel 9 anschaust, das ist ein Hammerkapitel. Und zwar geht es darum, dass Josua dann eben einmal nicht den Herrn befragt hat. Und was ist geschehen? Die Gibeoniter, was haben sie denn getan? Die kamen, sie handelten mit List, heißt 9 Vers 4, sie handelten mit List und gingen und verstellten sich als Boten. Sie nahmen abgenutzte Säcke für ihre Esel und abgenutzte zerrissene und geflickte Weinschläuche sowie abgenutzte geflickte Schuhe an die Füße. Also die kamen mit List und haben sich verstellt. Sie haben anders gehandelt, als was sie wirklich sind. Hallo. Und wisst ihr, was ihnen geschehen ist? Sie sind schließlich geworden zu Holzhauern und zu Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn. Und der Herr hat mir irgendwann mal gesagt, weil die eben gelogen haben, weil sie listig gehandelt haben, weil sie sich verstellt haben, weil sie in das Feindesgebiet getreten sind, sind sie zu Sklaven geworden im Haus Gottes. Im Haus Gottes. Und da hat mir der Herr mal gesagt, dass auch viele Leiter und Pastoren nicht wirklich aus dieser Sohn- und Tochterbeziehung raus dienen, sondern aus einer Sklavenhaltung. Aus einer Sklavenhaltung. Aus einer getriebenen, nur Dienerhaltung. Nicht aus dieser Freude, Sohn Gottes, Tochter Gottes zu sein und als größtes Vorrecht Gott dienen zu dürfen. Holzhacker, Wasserträger im Haus Gottes. Das kann daher kommen, dass du oder deine Vorfahren listig waren. Die Schlange, ne? 1. Mose 3, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, der Teufel. Listiger als alle Tiere. Wenn wir mit List handeln, uns verstellen, gehen wir in Teufelsgebiet. Und ein Joch, ein Geist, ein Fluch von Sklaverei kann sogar auch in unserem Christenleben noch auf uns kommen. Du kannst ein bisschen abhacken, ne? Abhacken, du schaust dir einfach an, wie es in deinem Leben ausschaut, wie es in deiner Beziehung mit Jesus ausschaut. Jesus ist für uns zum Fluch geworden, damit der Segen Abrahams auf uns kommt, der engste Freund Gottes. Abraham war der engste Freund Gottes. Halleluja! Das ist das, was Jesus für dich gekauft hat. Dafür ist Jesus für dich zum Fluch geworden. Mein Mann würde sagen, thank you for your interest. Herr, hol das Blut aus dem Magen und den Därmen wieder hoch in den Kopf. Komm, aktiviere mal ein bisschen deinen Kopf. Nachmittagssessions sind immer die schwierigsten. Nutz mal deine Zunge für das, wofür Gott sie geschaffen hat. In seiner Sprache, in seiner Geheimsprache, in seiner heiligen Sprache zu sprechen. Damit sprichst du, damit betest du den perfekten Willen Gottes. Damit prophezeist du den perfekten Willen Gottes. Und weißt du, wenn du eine Weile in Zungen gebetet hast, was du dann sprichst, ist dann normalerweise eine Prophetie. Das ist eine Auslegung von deinem Sprachengebet. Eine Auslegung von deiner Sprachenrede, das habe ich nicht gewusst. Ich habe einfach immer erst mal in Zungen gebetet, wenn ich für jemanden beten sollte. Immer erst in Sprachen gebetet. Automatisch. Und dann kam irgendwas und das habe ich dann halt gesprochen. Und dann sagen mir die Leute, Mensch, du hast ein X-Ray, du hast eine Röntgenaufnahme von meinem Leben gemacht. Und da sind so Geschichten. Halleluja!
Dazu ist unsere Zunge da. Shianti, Kalabara Boshe, Mentere Bekinta, Lokarabara Yasente, Kulabara Yantinka, Rubidibidi Kariasente, Nun Kalabara Yatente, Kulabara Vidibura Basele, Ki Kalabara Kante, die Boschimpa, die Galaga di Kampa. Na komm, üb mal ein bisschen, Kalariante, Dugidigidiganti, den Motor anwerfen, Kalariante, die Batterie aufladen, Yalelika Danki, Kulabara Vashente, Kulabara Vidibushim, Palabarianti, die Kushi. So geht's bei uns fast 24 Stunden zu. Also so geht es bei uns fast immer zu, wenn wir wach sind. Kinti Buddha Bakapanka. Wir witzeln miteinander, wir umarmen und küssen uns mit Sprachengebet. Einfach alles zwischendurch, immer wieder Kulabara Bakinti, Kulabara Vianti. Neulich habe ich so eine lustige Sprachenrede plötzlich bekommen, eine ganz neue. Und an dem Abend ist eine ganz große Lachsalbung ausgebrochen, die seitdem 2,5 Jahre, Gott sei Dank, Halleluja, in den Schulen weitergeht. Halleluja. Das fing mit einer lustigen neuen Sprachenrede an, die ich bekommen habe an dem Tag. Chianti Buddha Basinka. Und ich habe die meinem Mann gesagt und wir haben beide gelacht und haben gesagt, na spannend, was wird der Herr wohl da tun? Bang, nachts ist es explodiert. Haha. Yentela Basinka. Yigela Badiantintu. Yinkala Badiantente. Nukati Bidi Buddha Kashinka. Nom Parati. Kula Dane Vashanta. Nom Parivere Beke. Nandiri Bidi Kashika. Nom Pre. Drabari Bishinki. Kalalala Vashanta. Erster Korinther 14, Vers 4, da heißt es, wer in einer Sprache redet, einer Zunge redet, er baut sich selbst, der lädt seine Batterie auf. Ja? Lass dir das mal zum Lebensstil werden. Sprachengebet braucht ihr niemals langweilig zu werden. Ha, da gibt es Dimensionen und Dimensionen und Dimensionen und Dimensionen. Ha, mein Mann hat ein super Buch geschrieben, Wunderweg zur Wunderwelt über Sprachengebet. Wie das Sprachengebet eben das Tor ist hinein in die geistliche Welt und all die Wunder. Absolut wahr. Ha, yelelele wasampa. Dore privedikitikotianti. Ha, legedugudubushampa. Manke, levedibudubushi. Jigedugudubun. Hala, ha. Rogelevedigudubunka. Ha, ha, ha. Lolelelevishimpu. Ma, kitikudugudubushinka. No, shikedugudubusante. Do, sikedugudubusante. No, kitikudubushampa. Nembalavelelulubarambe. Jo, revedibudubudubudubudubushinka. Nesatugudubudukante. Nonkitibudubudubunka. Minkalavelelulubushotre. Rembra. Rambra, merkst du, wie wieder was aktiviert wird? Merkst du es? Shante, Kalavasente, Dompaya Vajinta, Nonti, die Vidigade Batanta, haha, Rosha, Pata, Vidigade Bushankele, die Dugubre, Vidigadante, die Vidigade Basante, haha, Nagatigidi. Du weißt gar nicht, wie viel Auferstehung da geschehen kann, wie viel Auferstehung, wenn du einfach nur in Sprachen betest. Ah, in deinem eigenen Geist, in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen Berufung und in allem um dich herum. Halleluja! Halleluja, Shiatra Kotera, Rokia Tederia, ha, Lontra Barabasente, ha, Lopra Bagibampi, ha, Lopra Barabasempa, Gigregorabasente, Halleluja. Kann ich dir was sagen? Diesen Erweckungsträger, dieses Erweckungsfeuer trägst du ständig in dir und bei dir.
trägst du 24 Stunden am Tag bei dir. Dieses Ruder. Das kleine Ruder, was das große Schiff dahin lenkt, wo du das Ruder hingehen lässt. Und wenn du das Ruder Geist sprechen lässt, dann wird es das große Schiff auch in den Geist bringen. Wenn du das Ruder hier auf der Erde rumrudern lässt, dann wundere dich nicht, warum du hier unten so rumrudern musst. Hallo? Ich habe gerade letzte Woche was echt Schockierendes erlebt. Eine Schwester, die eigentlich eine geistliche Frau war, denke ich doch wohl mal. Sie hat durch eine Scheidung Geld bekommen und hat das Geld in ein Gebetshaus investiert, dass das gekauft werden konnte, und hat eine Wohnung in dem Gebetshaus. Aber die war sowas von depressiv. Und dann hat sie mir so gesagt, weißt du, ja, ich hatte auch über Fernsehen gesprochen, halt, wie das wirklich von Teufelskindern meistens gemacht ist. Ne? Es gibt Gotteskinder oder Teufelskinder. Ne? Wenn es kein Gotteskind ist, dann kriegt es die Inspiration halt aus einer anderen Richtung. Lügner, Menschenmörder und so weiter. Ne? Und wenn du dir so Filme und Fernsehen anschaust, dann lässt du dich halt eigentlich von einem Teufelskind anpredigen. Wenn du mal genauer dahinter guckst, wirst du das feststellen, schockierend. Ne? Gefällt dir nicht. Sorry, aber es ist die Wahrheit. Weißt du, wenn du Filme anschaust, die von Christen gemacht sind, dann haben wir die Hoffnung, dass es wirklich aus Gottes Geist inspiriert sein kann. Aber wie viele christliche Scriptwriters haben wir? Wie viele Drehbuchautoren, die Christen sind? Und es gibt halt nur zwei Quellen. Es gibt Gott, es gibt den Teufel. Und wenn du dir was anschaust, das von einem, wo Jesus sogar zu den Pharisäern gesagt hat, Kinder nicht Gottes, Geschöpfe Gottes sind sie, aber Kinder müssen wir die Entscheidung werden, zum Kind Gottes zu werden. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Autorität, Vollmacht, Kind Gottes zu werden. Nur die, die ihn aufnahmen, nicht automatisch jeder, ja? Muss uns klar sein, ne? Habe ich halt darüber gesprochen, wie wir da eben uns eigentlich vom Teufel anpredigen lassen. Unser eigenes Leben verschwenden, uns irgendwelche Fiktionen da reinziehen und dabei unser eigenes Leben läuft an uns vorbei und wir merken es gar nicht. Und dann kam diese Schwester und sagt, ja, weißt du, Benita, ich habe früher nie einen Fernseher zugelassen, aber jetzt habe ich halt, vor einem knappen Jahr habe ich mir einen Fernseher angeschafft, aber jetzt, wie du geredet hast, weil ich bin halt so einsam, weißt, aber wie du jetzt geredet hast, habe ich dann doch beschlossen, ich höre wieder auf, weil stimmt, ich gehe dann so leer ins Bett, ich kriege da eigentlich wirklich gar nichts raus. Ganz depressiv, ne? Und dann habe ich ihr gesagt, Mensch, weißt du, du lebst in einem Gebetshaus, da unten ist so viel Leben um dich rum. Ja, aber das sind alles junge Leute, das ist mir alles so stressig und so. Da habe ich gesagt, okay, kein Problem, aber du hast doch Gott in dir. Du hast doch Jesus in dir, geh doch da raus. Du hast Leben in dir und da draußen sind die ganzen verzweifelten Leute. Geh, hab einen schönen Spaziergang, hab einen Stadtbummel und sag, Heiliger Geist, hier bin ich, Jesus, hier bin ich, wer braucht dich gerade eben? Und wenn du dann für irgendjemand plötzlich Mitgefühl hast, wenn du plötzlich dich zu jemand hingezogen fühlst, dann weißt du, oh, der Heilige Geist möchte dieser Person dienen. Und dann entweder bittest du gleich um ein Wort der Erkenntnis, um eine Prophetie, Wort der Weisheit für die Person, oder lädst die Person auf einen Kaffee ein. Kannst du doch machen, wenn jemand da ganz depressiv ausschaut, dürfte ich sie einladen. Ich fühle mich so einsam. Vielleicht haben sie auch Lust, dass wir zusammen einen Kaffee trinken. Fang an, der Person zu dienen. Und weißt du, was die Schwester mir sagt? Ja, das habe ich früher gemacht. Ich habe gesagt, weißt du, du wirst so voller Freude und voller Leben sein. Und dann bringst du hier rein. Du wirst so viele Kinder um dich haben. Meine Güte, als ich unverheiratet war, ich war ständig so aktiv für Jesus. Ich hab dem Herrn immer gesagt, Herr, die beste Erfindung, die du jemals gemacht hast, war das Bett. Und eine Tür, die man sich hinter sich schließen kann. Weil ich ständig so viele Leute um mich herum hatte, entweder habe ich Bücher übersetzt oder so, oder sonst mitten ins Gewühl so ungefähr, ne? Leute fischen für Jesus. Ne? Und sie sitzt da und muss ihr Fernsehen reinziehen und ist total frustriert. Und weißt du, was sie mir gesagt hat? Ja, das habe ich früher eigentlich auch getan, habe ich genauso gemacht und Gott hat mich auch so gebraucht. Aber dann habe ich irgendwann mal gesagt, Jesus, jetzt lass mich mal in Ruhe. Jetzt will ich mich mal in Ruhe hinsetzen und ein wenig meine Ruhe haben. Ich war geschockt. Wie kann man mit Gott so umgehen? Habe ich gesagt, ja klar, genau so. Deshalb hockst du heute auch immer noch da. Du hast gesagt, lass mich mal ein bisschen in Ruhe sitzen. Darum sitzt du jetzt hier in Ruhe und bist gefrustet. Und das hat mir der Herr gestern schon gesagt, dass ich euch diese Geschichte erzählen muss. Ich weiß nicht, wer von euch
auf diese Art mit seiner eigenen Zunge sich eine Art von Fluch reingeholt hat. Dass du mit Gott so umgegangen bist, dass er dich eigentlich gebrauchen wollte und du hast ihm gesagt, Herr, lass mich mal. Ich war so geschockt, ich habe gedacht, meine Schwester, wenn ich sowas gesagt hätte, ich wäre auf meinen Knien, ich würde auf den Knien Buße tun. Lass mich mal eine Weile in Ruhe zu Jesus. Schockierend. Manchmal sind wir zu lockerlässig mit Gott, ne? Er ist Gott, er ist der Schöpfer des Universums. Ich weiß nicht, ob du sowas getan hast, ich habe einfach deutlich gespürt, dass ich das sagen soll. Das ist eine Sache, die wirklich deine Berufung und dein ganzes weiteres Leben blockieren kann. Ich habe sowas Ähnliches getan. Ja, ich habe im Krankenhaus sehr viel Evangelisation gemacht und irgendwann hat mich der Herr mal so plötzlich nebenher gefragt, ob ich bereit bin, für die Leute auch zu fasten. Dann habe ich gesagt, ach Herr, wenn es nicht sein muss, eigentlich nicht unbedingt. Einfach so lockerlässig, ne? Und dann hat der Krankenhausdienst lange, lange aufgehört. Ich habe da so oft Buße getan drüber. Aber er hat es so ernst genommen. Weißt du? Wir sollen eifrig sein, brennend sein im Geist. Unsere Zunge ist das Ruder, das das große Schiff dahin lenkt, wo das Ruder es hin tut. Und weißt du, was der Teufel möchte? Der Teufel möchte deine Zunge bloß von ein paar Sekunden haben. Kannst du mir nicht mal bloß ein paar Sekunden deine Zunge ausleihen? Weißt du warum? Weil der Teufel weiß, dass Tod und Leben in der Gewalt deiner Zunge liegen. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Wer die Zunge liebt, der wird ihre Frucht essen. Hallo. Tod und Leben. Dein Tod, dein Leben. Der Tod und das Leben der Menschen um dich herum, zu denen du sprichst. Du kannst Krankheit auf jemanden sprechen und du kannst die Person umbringen damit. Oder du kannst Leben sprechen. Du kannst der Person sagen, hey, du bist geheilt in den Striemen Jesu. Du bist geheilt, wir halten das fest, wir stehen damit zusammen. Du bist geheilt in den Striemen Jesu. Du kannst Leben sprechen. Du kannst sagen, du kannst alles durch Christus, der dich stark macht. Oder du kannst sagen, du doch nicht, du kannst doch nicht. Tod und Leben sind der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Und das ist, was der Teufel möchte. 2 Sekunden deine Zunge mal kurz ausleihen. Weil er weiß, du hast Schöpfungsmacht in deiner Zunge. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Geschaffen im Ebenbild Gottes. Halleluja. Halleluja. Gott hat mit Worten die ganze Welt in Existenz gesprochen. Wir sind oft so unvorsichtig mit unseren Worten. Gerade wenn wir eine enge Beziehung mit Jesus haben, dann sind wir so wenn flachsig, so lockerlässig, flockig. Vorsicht. Er ist der Herr. Er ist der Schöpfer des Universums. Weißt du, Satanisten nehmen Worte sehr, sehr ernst. Wow. Die nehmen Worte ernst. Wenn die ein Versprechen gegeben haben, die brechen das nicht. Die wissen, da wird es ganz schön auf sie eingeschlagen werden, wenn sie das täten. Die kennen die geistliche Welt. Wenn du dem Teufel irgendwo deine Zunge geliehen hast, gerade jetzt bitte um Vergebung, sag ihm Jesus, nein, ich werde nicht mehr dem Teufel meine Zunge leihen. Jesus, meine Zunge gehört dir. Bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn einfach um Vergebung. Jesus, meine Zunge gehört dir. Vergib mir, dass ich sie dem Teufel einfach immer wieder ausgeliehen habe. Vergib mir, dass ich geflucht habe, dass ich Menschen beschimpft habe. Vergib mir, dass ich gelogen habe. Was auch immer. Vergib mir, Herr. Vergib mir. Vergib mir, dass ich meine Zunge dem Teufel in den Dienst gestellt habe. Vergib mir. Aber von heute an, Jesus. Von heute an. Von heute an soll meine Zunge dir dienen. 24 Stunden am Tag. Die Zunge des Gerechten ist ein Baum des Lebens, ein Baum des Lebens. Von meiner Zunge sollen viele, viele Menschen Leben ernten können. Oh, Lebensfrucht essen können. Meine Zunge soll ein Baum des Lebens werden. Für viele, 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 viele Menschen. Jesus, gebrauch meine Zunge. Oh, gebrauch meine Zunge zur Heilung. Gebrauch meine Zunge zur Befreiung. Gebrauch meine Zunge, um dein Wort zu sprechen. Gebrauch meine Zunge zur Errettung von Hunderten, Tausenden, Millionen. Gebrauch meine Zunge. Sag's ihm, sag's ihm, sag's ihm. Sag's ihm, Jesus, meine Zunge gehört nur dir. Meine Zunge gehört nur dir. Oh, nicht mehr länger dem Teufel. Keine Sekunde mehr. Jesus, nur für dich. Nur für dich. Ich werde dein Wort sprechen, dein Wort prophezeien. Nicht mehr länger werde ich sprechen, was der Teufel möchte, dass ich spreche. Oh, nicht mehr länger werde ich beten, beten, beten und dann mit einem Satz alles Gebetete wieder niederreißen. Vergib mir, Jesus. Vergib mir, Jesus. Vergib mir, Jesus. Vergib mir, Jesus. Meine Zunge gehört dir.
Ich stelle sie in deinen Dienst. Halleluja. Ich stelle sie in deinen Dienst. Ho, jedi buschampa. Legude buschampa. Rente. Danke, Jesus. Meine Zunge gehört dir. Leben und Tod sind in der Gewalt meiner Zunge. Ich will leben. Sag mal, ich will leben. Ich werde nicht sterben, ich werde leben. Und ich werde die Werke des Herrn verkündigen. Yeah. Meine Zunge gehört Jesus. Meine Zunge spricht Leben. Meine Zunge erschafft Leben. Meine Zunge proklamiert das Wort Gottes. Meine Zunge baut das Reich Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Ich kann euch sagen, das ist ein so gewaltiges Einfallstor für den Teufel. Psalm 109, im Buch ist es nochmal genauer, ich glaube auf der CD müsste ich es auch besprochen haben, im Buch, ich habe die ganzen Bibelstellen, ich habe das ganz genau ausgearbeitet in den Büchern, bitte nehmt euch die Bücher mit, ja? Ich fließe jetzt einfach im Heiligen Geist und schaue, dass ich die Bereiche anrühre, die mir der Herr für euch ganz besonders zeigt. Psalm 109, oh, oh. Da war ein Mensch, der hatte keinen Gefallen am Segen und deshalb blieb der Segen fern von ihm. Und da war ein Mensch, der hatte Freude am Fluchen. Freude am Fluchen. Und deshalb kamen all die Flüche auf ihn. Und es wurde so schlimm, dass er den Fluch anzog wie ein Gewand. Den Fluch anzog wie ein Gewand. Du kennst so Leute, ne? Du siehst es so richtig von außen, ganz verbittert und verbiestert. Und du willst da lieber gar nicht mal rangehen, ne? Und wenn die nur den Mund aufmachen, dann gehst du gleich in Deckung. Kennst du, ne? Ja, das sind Menschen, die den Segen nicht lieben, sondern den Fluch lieben und der Fluch wird auf sie kommen. Der Fluch wird auf sie kommen. Aber du bist kein solcher Mensch. Amen. Amen. Du hast gerade deine Zunge Jesus gegeben, damit er Leben prophezeien kann durch dich. Und weißt du was? Sprüche 11, Vers 11. Da heißt es, durch den Segen der Aufrichtigen steigt eine Stadt auf. Halleluja. Durch deinen Segen steigt eine Stadt auf. Durch deinen Segen geht es deiner Nation wieder besser. Aber durch die Zunge der Gottlosen wird sie niedergerissen. Wow. Eine Stadt, eine Nation kann zerstört werden durch die negativen Zungen. Aber du hast die Autorität, du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Du bist dein Prophet für dein Leben, für deine Familie, für deine Nation. Du bist der Prophet. Du hast die Autorität und das Wort Gottes in deinem Leben, das den Teufel rausschmeißt. Amen. Wenn wir die Flüche brechen nachher. Ich bin nicht die, die deine Flüche bricht. Sorry. Musst du schon selber machen. Weil entweder du oder deine Vorfahren, ihr habt die Tierchen ja eingeladen zu euch. Was habe denn ich für ein Recht, eure Hausgäste rauszuschmeißen? Sorry. Hm?